gut. Na, wir sind hier am das Contour Snack Bar. Hier direkt bei uns. Bei uns gibt es Sushi und Hotdog zu verkaufen und dazu Kaffee mit allen Geschmackssorten. Und dann gibt es noch die schönsten Frauen Hamburg. Aber da wollen wir nicht viel sagen. Kommt uns hier besuchen, die Besichtigung. Ich bin Silvia. Und das ist Melanie. Das ist Melanie. Hi Melanie. Sie feiert heute ihren 19. Geburtstag. Und wir sind das erste Mal im Contour und es ist echt geil hier. Also wirklich. Herzlichen Glückwunsch. Du hast das Contour nicht vor dem Umbau gesehen? Nein, habe ich nicht. Und es ist wunderschön hier. Es gefällt mir sehr gut. Die Leute sind wirklich, also sind in Ordnung, weißt du. Normalerweise gehen wir ins Viva, aber da sind die Leute nicht so. Das sind immer die gleichen Leute und hier, das ist was ganz anderes für uns. Wir sind zum ersten Mal hier. Kennst du das Konto vor dem Umbau? Nein, kenne ich auch nicht. Wir sind das erste Mal hier, wie schon gesagt. Und was für Musik hörst du normalerweise? Also bist du eher der Haustyp oder würdest du hier auf der unteren Tanzfläche rumtreiben? Ich würde mich eher auf der unteren Tanzfläche, aber Haus mag ich auch sehr gerne. Also wenn meine Lieder kommen vom Haus her, dann gehe ich auch gerne nach oben und tanze. Klasse. Das war Club TV hier heute am 1. Oktober aus dem neuen Contour. Ich selber bin das erste Mal hier gewesen. Ich finde die Location, muss ich sagen, fett geil. Oben geht für mich eigentlich mehr so die Party ab. Hier unten, House Area, beziehungsweise Funk and Soul Area, ist neu. Robby, ich habe hier neben mir Robby Günther stehen. Hi. Sag mal, Robby, unten die Tanzfläche. Ich mach einfach mal Licht so ein bisschen. Die Tanzfläche unten, zielt das so ein bisschen darauf ab, vielleicht ein anderes Publikum noch mit in den Laden zu kriegen? Korrekt. Öfters Black House in dieser Regine läuft das ab. Außer dem dritten Freitag und den vierten Freitag. Da ist es ein bisschen härter. Da liegen Leute auf wie Arek. Auf Sonnabend liegt auf hier im Konto Mokwai, Tom Novi, Markus Gardewig sowieso. Die Schiene wird ein bisschen härter. Sind ja fette Namen. Willst du auch irgendwie so ein bisschen neues Image schaffen fürs Konto? Ich würde es gerne, aber leider kann ich nicht immer so, wie ich will, weil viele Leute das Sagen haben hier. Und das ist natürlich das Problem, aber allgemein, der Laden ist schön, die Musik wird härter. Ich bin der Meinung, das ist Nummer 1 geworden in Hamburg. Gab es denn irgendeinen besonderen Grund, dass du gesagt hast, wir polen mal die Marketingstrategie so ein bisschen um? Das habe ich nicht ganz verstanden, akustisch, Entschuldigung. Ja, ob es einen bestimmten Grund gab, dass du gesagt hast, dass wir mal ein neues Konzept aufziehen? Ja, es kommt noch nicht. Also ich meine, von wegen dem alten Publikum, war da nicht mehr so der Andrang oder hast du gemerkt, die Leute wollen einfach was anderes? Die Leute wollen neue Läden, neue Sachen in Hamburg und das Condor hat hier genau den richtigen Trend erreicht. Und ich bin der Meinung, so wie die es jetzt machen, ist das perfekt. Alles klar, danke dir, Robby. Okay. So viel für heute aus dem neuen Condor. Bis dann.